Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Ich freue mich sehr auf dieses Let's Play. Vielleicht haben ja einige von euch schon mitbekommen, dass ich ein kleiner großer Tomb Raider Fan bin. Und dementsprechend wollte ich ja die Spiele alle spielen. Und wann und welche Reihenfolge das... Also die Reihenfolge hatte ich ja bei Facebook mal angefragt, was da so das Geschickteste wäre. Und dann haben wir ja mal zusammen ausgewertet, was da am besten wäre. Deswegen nehmen wir jetzt nach dem letzten Tomb Raider, der Vorgeschichte von Lara, nehmen wir jetzt den ersten Teil, Anniversary. Und das ist ja das Remake des ersten Teils aus dem Jahr 1996. Und in diesem Falle ist es halt Crystal Dynamics, was wieder der Publisher ist. Nee, nicht der Publisher. Publisher ist Eidos, das Studio. Aber früher war das ja Core Design. Und nein, ich möchte jetzt diesen Intro-Kram hier nicht sehen. Und ja, dementsprechend ist es natürlich nicht ganz wie der erste Teil von früher. Aber es ist ein Remake und ich finde, es ist ein sehr gutes Remake. Und ich fand, in diesem Falle kann man vielleicht auch auf den Oldschool-Teil aus 96 verzichten und auch das gute Remake nehmen, um damit anzufangen. Und ich hoffe, es ist für euch auch so okay. Ich muss auch noch ein bisschen weiter ausholen, für alle, die es nicht interessiert, die können ja jetzt weiterschalten, spulen, wie auch immer. Ich wollte mich nur an der Stelle auch nochmal ein bisschen bedanken von meinem Vater, auch wenn er das hier vielleicht niemals sehen und hören wird, keine Ahnung. Aber er hat mich sozusagen dazu überhaupt geführt, Tomb Raider so zu mögen und ja, überhaupt Let's Plays wahrscheinlich heutzutage zu machen, weil er war es, der damals so Spiele immer kaufte, unter anderem halt die Tomb Raider Spiele. Und jedes Mal, wenn da Neues war, habe ich mich total gefreut. Und als ich noch jünger war, da habe ich mich natürlich auch gefürchtet teilweise vor den Spielen. Also ich habe die damals nicht alle durchgespielt immer und ich habe die meisten Tomb Raider Spiele auch alle nur einmal erst durchgespielt, obwohl ich die so gut finde, aber ich habe immer wieder von vorne angefangen und man ist damals so oft gestorben und die Speichermöglichkeiten waren so schwierig und es war gruselig, aber ich habe mich damals immer voll reingehangen und die ganze Atmosphäre aufgesaugt und mich in die Lara irgendwie verliebt und seitdem freue ich mich immer über jeden Tomb Raider Teil, den es so gibt. Ich finde, das ist so eine ganz eigene Welt und weil das so was Besonderes für mich ist und weil es mich an meine Kindheit erinnert und weil es nicht so wäre, wenn mein Vater die Spiele damals nicht gekauft hätte. Ja, wollte ich das nur an der Stelle einfach mal gesagt haben, weil ich das wichtig finde. Und weil ich diese schöne, schicke Tomb Raider Trilogie, die ich hier gerade spiele, auf der PlayStation 3 gerade spiele. Auch das habe ich von ihm bekommen. Und das freut mich total. Und weil ich die unbedingt mal hier für die PS3 auch ausprobieren wollte, mache ich das Ganze jetzt über die Konsole und nicht über den PC. Deswegen ist die Qualität vielleicht auch etwas anders als beim PC-Spiel. Auch hier die Navigation und so. Vielleicht ein paar kleine Unterschiede. Aber es sollten keine großen sein. Ja, wir widmen uns einmal, was habe ich noch vergessen zu sagen, genau, das Spiel ist ab 12 Jahren, das kam für fast jede Konsole raus, wie gesagt, Publisher ist Eidos Interactive und ich glaube, viele von euch kennen die Spiele auch schon, aber wie gesagt, vielleicht geht es ja einigen wie euch, dass ihr noch nicht tausendmal das Spiel gespielt habt und gesehen habt. Wir holen das auf jeden Fall jetzt nach und beginnen mit Anniversary und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich würde sagen, wir fangen aber nicht mit dem Spiel direkt an. Ich habe überlegt, möchte ich Croft Manor machen? Ich würde sagen, ja. Aus dem einfachen Grund, weil wenn man früher das alte Tomb Raider Spiel anfing, dann hat man eigentlich immer in ihrer Villa angefangen zu spielen. Man hat immer angefangen, da zu üben. Und es gehört für mich irgendwie ein bisschen dazu, auch wenn da nichts groß ist, aber genug, um sich einzuwärmen mit Lara. Hier haben wir sie. Und ich finde, es ist wirklich, wirklich ein schönes Remake. Also das freut mich deswegen auch, dass das so gut umgesetzt wurde. Und ich möchte gerne einmal hier nochmal durch diese Villa laufen und schauen, wie die Gute hier lebt, um sich so ein bisschen, ja, halt aufzuwärmen irgendwie. Was können wir denn hier überhaupt machen? Oh, da war auch schon mal was, was wir tun können. Da war ein Dreieck. Kannst du das? Da. Und als ihre Hufe die Erde erbeben ließen, sammelte Gilead seine verbliebene Stärke und spannte seinen Bogen. Die Prüfung in Gileads Band 1. Aha. Okay.
Naja, es gibt hier diverse Secrets immer, was ich total cool finde. Wer hat schon so ein Haus, ne? So, wo alle möglichen Artefakte irgendwie versteckt sind. Ich denke, wir können die Kiste jetzt mal nehmen, damit wir die auf die Plattform stellen können, damit wir da rankommen können. Ich werde mich erstmal überhaupt dran gewöhnen müssen, wieder hier zu ridern. So. Jetzt ist das Fach offen. Jetzt könnte man da doch rankommen. Objekte. Zur Ausrüstung wechseln, Objekte durchschalten. Großes Medipack, kleines Medipack. Das ist ja schön. Aber ich würde ganz gerne eigentlich... Ja. Nicht die Medipacks angucken, sondern... Die hat das doch jetzt geholt. Zur Ausrüstung wechseln. Objekte. Warum ist hier jetzt eigentlich nichts? Ja. Also sie hat das jetzt irgendwie nicht genommen, was mich ein bisschen wundert. Wahrscheinlich, weil das Feuer noch an ist. Und hier gibt's... Warum läuft sie da nicht immer direkt auf den Tisch? Und da stand er nun und verkündete seinen nahenden Sieg, bis er schließlich auf sein Schiff zurückkehrte, um Athen zu verlassen und sein Werk zu vollenden. Ach, schön. Ich mag auch ihre Stimme so gerne. Dieses Buch ist uninteressant. Ach so, wenn du das sagst. Ja. Ich glaube, wir müssen halt irgendwie das Feuer auskriegen, damit sie da rankommen kann. Und irgendwas gibt bestimmt hier auch noch zu holen, wenn wir hier rumjumpen. Hui! Ach, das ist toll. Ich habe es ein bisschen vermisst. Huch! Okay, das nicht. Ey, wie gesagt, es ist... Auf der einen Seite geht es hier gerade so schnell mit der Steuerung, auf der anderen Seite muss man doch genau bleiben. Ach, schön. Vera, sie ist wieder da. Und irgendwie halt einfach so, wie man sie kennt von früher. Also so wie... Ja, ich meine, das neue Tomb Raider ist ja ein tolles Spiel, sonst hätte ich es ja nicht so gerne gespielt, aber... Aber es ist halt nicht so, wie man sie aus den ganzen Abenteuern kennt. Was ist denn da oben? Gefundene Skulptur... gefunden. Skulpturgetriebe. Wo das wohl hingehört? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder rüber. Jumpen. Oh oh. Und dann können wir auch noch hier durch und... Keine Ahnung. Und nach oben. Und um die Ecke. Aber hier will ich eigentlich noch nicht raus. Wollen wir mal nach oben gehen? Wir gehen mal nach oben. Nach oben ist bestimmt auch toll. Es ist so schön gemacht mit der Aufmache hier in dem Haus auch. Es ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man früher das Spiel gespielt hat und dann das Remake spielt. Dann ist das natürlich so ein... Man erkennt so vieles wieder, aber alles ist viel hübscher. Doch der neue Pharao war immer noch nicht zufrieden. Nein, Ramses II. Wollte mehr. Er träumte von einem Reich, das so gewaltig war, dass kein Mensch umhinkam, es zu bewundern. Ich finde das toll, dass hier in dem Haus überall diese Bücher sind und man sich so belesen kann. Und naja, sie lebt ihr Archäologie-Leben halt richtig. Besonders faszinierend ist die Legende um den sagenumwobenen Dolch von Xian und dessen unglaubliche Macht. Der Dolch von Xian, ja, ja. Das sollte einem noch was sagen. So, wo geht's jetzt hier hin? Ich kenne mich hier echt gar nicht mehr aus. Oh, Kontrollpunkt. Das heißt immer, es wird hier jetzt gespeichert. Kann ich irgendwas machen? Hier, zwischen dem Aventin und dem Palatin, entstand im 6. Jahrhundert vor Christus der Circus Maximus. Mhm. Warum rennst du immer auf die Tische, Mädel? Auch noch so eine Ecke zum Lesen. Sie liest so viel, das finde ich schön. Die habe ich alle gelesen. Ja, ja. Da ist ein Schalter. Voll cool hier. Den Templer-Wappen. Labyrinthkarte haben wir bekommen. Kein Wunder, dass sich Vater nie verlaufen hat. Okay. Ja. 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 Seitdem über die Seidenstraße Jahr für Jahr tausende Reisende in das Land strömten, boten Händler aus aller Herren Länder in Delhi ihre Waren feil. Hm.
hier voll der Matrix-Code, der hier durchläuft. Was war jetzt hier mit dem Knopf? Was ist hier dann? Geschlossene Türen mochte ich noch nie. Hier ist doch so ein Schalter. Ach so, das ist nicht der Schalter, sondern das Dreieck war für die Tür. Okay, gehen wir mal noch weiter hoch. Das ist so ein Elefant. Kann man da irgendwie hochklettern? Ja. Oh. Was mache ich denn dann? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben ja auch unsere Pistolen nicht. Früher war es auch immer so, dass man dann erstmal seine Pistolen finden musste. Als die Spanier das Reich der Inka zerstört hatten, sie sich in Hier gibt's ganz viel zu lesen. Ich fange mal links an. Tausend von Jahren existierten die Ruinen von Atlantis in den Fluten des Meeres. Während er versuchte, sich zu beruhigen, zog Gilead den vergifteten Pfeil aus seinem Köcher. Die Prüfungen Gileads. Band 2. Ah, Band 1 hatten wir unten. Jeder, der auch nur ein bisschen Ahnung von Mineralogie hat, käme zu demselben Schluss. Dieser Isestein stammt definitiv nicht von der Erde. Ja, die ganzen Abenteuer sind hier kuddelmuddelmäßig irgendwie in den verschiedenen Stockwerken angesiedelt, habe ich das Gefühl. Also ihre ganzen Abenteuer. Aber die Abenteuer, die noch kommen, denn wir spielen ja hier den ersten Teil. Was hat sich jetzt hier getan? Sie hat Dreieck benutzt. Ah. Links und rechts. Hey. Hey. Unsere Pistolen. Cool. Finde ich gut. Jetzt brauche ich nur noch ein Ziel. Ja. Eins habe ich schon gefunden. Hier um die Ecke bei dem Bild. Wenn man da ganz schnell, glaube ich, hochspringen könnte, das was werden. Wenn ich jetzt mal wüsste, wie sie denn ihre Pistolen rausrückt. Ah. Erstmal wieder reinkommen. Oh, so schieße ich. Okay. So. Jetzt beeil dich. Ja. Im letzten Moment hier hat es noch geklappt. Hier ist nämlich jetzt eine Tür aufgegangen. Sehr schön. Ach, das macht Spaß, hier durch die Villa zu laufen. Durch das Anwesen. So, was haben wir hier? Ein Eimer. Yay! Ein Eimer. Das könnte nützlich sein. Ja, anscheinend schon. Ich hätte ihn ja nicht mitgenommen. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Nee, hier waren wir noch gar nicht. Das ist so ein Vitrinenraum. Hier waren wir noch nicht. Und sollte sie in ihren Abenteuern natürlich Artefakte finden, dann kommen die alle hier rein. Ist ja klar. Stolz, wie sie ist, zeigt sie es auch gerne. Aber wir waren hier noch nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Der Luxusliner Maria Doria wurde nie entdeckt, obwohl Schatzsucher aus aller Welt bis heute nach dem Wrack suchen. Was haben wir hier? Kann sie das irgendwie nehmen, weil das leuchtet so? Oder gehört das so? War das der Raum, wo wir gerade eben auch waren? Und obwohl unter Tage verschiedene Probleme auftreten können, ist der gefährlichste Aspekt der Erforschung von Höhlen austretendes Methangas, das ohne Spezialausrüstung nur schwer messbar ist. Die Wurzeln des Banyanbaumes wachsen unaufhörlich in alle Richtungen. Viele antike Tempel Angkors sind eingestürzt, weil die Wurzeln in jeden noch so kleinen Raum zwischen ihren mächtigen Steinquadern eindringen. Die Idee der Sonnenuhr ist tausende von Jahren alt. Und dies ist eines der frühesten Geräte der Zeitmessung.
Auf der Innenseite des Einbands stehen einige Zahlen. 11, 2, 7. Was hat das zu bedeuten? Nochmal bitte. 11, 2, 7. Oh, vielleicht ein Code, den wir noch brauchen. Hier, das sieht aus wie von der Sonnenfinsternis oder so. Das ist sehr cool. Ja, und ihre ganzen Mythologie-Sachen. Sie würde natürlich das alles auch immer nicht schaffen mit ihren Abenteuern, würde sie sich nicht so belesen. Also, das finde ich ja das Tolle an ihr auch, dass sie sich so viel erkundigt und so viel weiß und sich merken kann vor allem. Ich bin so jemand, ich kann auch einen Roman später nach ein paar Jahren immer noch mal lesen, weil ich mich einfach nicht mehr erinnere. Deswegen kann ich auch immer locker noch mal... Schon besser. Ah, kann ich auch noch mal immer Spiele noch mal spielen, weil ich einfach auch vieles immer wieder vergesse. So, jetzt sind wir wieder hier durchgekommen. Hatte ich das schon? Die Ureinwohner Costa Ricas starben schon vor der Gründung der ersten Hauptstadt an den von den Kolonialisten eingeschleppten Krankheiten. Ja, ich glaube schon. Okay. Ich weiß nicht, wo es jetzt hingeht, aber gehen wir mal raus. Ich meine, wir haben unsere Waffen. Das ist ja schon mal richtig gut. Gehen wir mal hier rüber und da lang. Oder sind wir jetzt hier im Kreis gelaufen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir sind hier vorne rausgekommen. Dann lauf mal nach hinten jetzt. Ich will nur mal irgendwie eine Orientierung kriegen. Das ist so verwirrend hier. Mit den Türen. Der Legende nach waren die Könige Tibets die Söhne des Himmels, die durch Seile mit dem Himmel selbst verbunden waren. Nach ihrem Tod zog ein himmlisches Wesen ihre leblosen Körper dann nach oben. Irgendetwas fehlt. Ah, nee, hier waren wir dann ja noch nicht. Wenn wir hier noch nicht waren, bin ich hier aber nicht gerade hergekommen. Oh, ich weiß es nicht. Wie Charles Kane in seinem Buch über den Eisernen Vorhang schreibt, wurde die Durchsetzbarkeit eines außenpolitischen Isolationismus in der Geschichte mehr als einmal widerlegt. Hier stimmt was nicht und hier fehlt was. Was fehlt denn hier? Haben wir das? Nein. Aha, hier können wir rausgehen. Nein. Nein. Wohl nicht. Nichts davon geht. Da muss irgendwas anderes rein. Geschlossene Türen mochte ich noch nie. Darum müssen wir uns dann wohl noch kümmern. Ja, es gibt hier auch Rätsel in dem Haus. Nicht nur in den Spielen selbst. Und man kann das natürlich ignorieren und direkt mit dem Abenteuer anfangen, aber ich finde das, wie gesagt, gar nicht schlecht hier. Ich finde das eigentlich ganz schön. Dann sind wir da aber schon auf jeden Fall rausgekommen. Ja, wo gehen wir denn dann jetzt mal hin? Raus? Oder wir bleiben hier? Oder... Gehen wir mal durch die unteren Türen. Okay, hier geht's gar nicht. Was ist mit da? Echt schön. So tolle Wandteppiche. Ich glaube, wir gehen jetzt gerade raus. Nö. Wir gehen woanders hin. Na Mensch, ich glaube, hier gibt's was zu spielen. Okay, die haben wir irgendwie gelöst. Haben wir eigentlich endlos Schutz? Schutz. Schuss. Hier können wir rauf. Ah, hier können wir entlang hangeln. Sehr schön. Aber wohin? Irgendwo muss hier ja mal... Also hoch kann ich ja anscheinend hier nicht. Nee. Ah, hier soll ich lang. Nach oben. Nö. Um die Ecke. Nee, das hat ja auch nicht viel gebracht.
bin ich ja auch nur wieder unten. Das war jetzt nicht so Bombe. Weiß ich noch nicht, was es hiermit auf sich hat. Merkwürdig. Wie so ein Übungsabstellraum. Ach, sie kann sogar Luftrollen in der Luft machen. Deswegen heißt es auch Luftrolle. Aber okay. Eigentlich wollte ich nicht, dass du jetzt wieder runtergehst. Ich wollte schon, dass du da oben bleibst. Und möchte da eigentlich so rechts rüber. Aber anscheinend... Nimm mal Schwung. Damit wir das hier nochmal jetzt probieren können. Ich weiß gar nicht, wo sie hin möchte. Aber hier könnte ich doch hoch. Kannst du da nicht hochspringen? Wieso denn nicht? Einmal so ein Hopser nach oben und dann... Ach, dann nicht. Nee, sie macht hier auch nichts anderes. Also ich kann auch nicht hinter sie hinspringen. Das macht sie nicht. Das macht sie erst hier. Springst du mal? Danke. Ah. Super, dann komme ich ja doch hier lang. Ich glaube, ich muss da rüber. Oder schaffe ich es auch? Nö, da schaffe ich es nicht. Bei dem neuen Tomb Raider konnte man ja immer so gegen die Wände auch springen. Daran bin ich jetzt ein bisschen gewöhnt. Scheiße, ich habe es nicht geschafft. Peinlich. Jetzt mache ich das schon das dritte Mal. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich vorhabe. Ich muss mich echt an die Steuerung gewöhnen. So. Da geht's nicht hoch. Obwohl ich glaube, dass wir da auch nochmal irgendwann rauf müssen. Irgendwie. Irgendwann. Ja, es gibt hier genug zu entdecken. So, jetzt hinter dich. Warum schafft sie das nicht? Springe ich irgendwie zu früh ab oder so? Ach, ich kann das hier sogar verschieben. Wo soll das denn hin? Aha, das kann ich verschieben. Vielleicht, um da oben raufzukommen? Kann ich das denn... Ja, kann ich. Ich kann das auch in die Richtung schieben. Das ist ja praktisch. Aber hier geht's nicht rüber. Also das ist also nicht der Zweck. Was ist denn dann? Was wollt ihr denn dann? Geht ja dann nur etwas mehr nach da oder da. Es sind überall diese Barrieren hier. Ich kann das gar nicht rüberschieben so weit. Und darauf kann sie auch nicht. Es dient also dazu, dass der Stab da oben in der Mitte ist, damit ich da raufspringen kann. Aha. Okay. Dient das dann auch da hinten, wo ich jetzt nicht rüberkam? Ist das die Stelle oder ist das nicht die andere Seite? Ist doch die andere Seite, oder? Nein. Ich glaube, das ist sogar die richtige Seite. Und dann gehe ich auf diesen komischen Stab. Das mache ich jetzt nochmal eben. Ja. Okay, Leute. Ich glaube, ich schaff's doch nicht. Ich schaff das nicht zeitlich. Ich muss leider einen Cut jetzt hier machen. Sonst ist der Part zu lang. Ja, ich hoffe, es gefällt euch hier. Auf jeden Fall beginnt das richtige Abenteuer. Noch keine Sorge. Also ich versuche das jetzt hier nicht allzu lange durchzuziehen. Wenn ich denn mal nicht immer runterfallen würde. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß an dem ersten Teil von Tomb Raider, dem Remake. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.